good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTVs Video und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Tipp zu FIFA 15. Und dieser Trading-Tipp ist meiner Meinung nach einer der risikoreichsten in FIFA 15, aber der ist eigentlich auch ganz leicht zu machen. Nämlich, es kommt ja jeden Mittwoch um 19 Uhr ein neues Team der Woche raus, die man im Pack ziehen kann. Im Moment sind das die drei bestbewertesten Spieler, sind Tevez, Messi und Dzeko, glaube ich. Sieht man ja hier vorne. Und ja, aber um 16 Uhr, also um 19 Uhr kann man das immer in den Pack ziehen, aber um 16 Uhr, 15, 59, 16 Uhr so immer, postet ja die Facebook-Seite von EA oder halt auch auf Twitter, glaube ich, auch. Also ich bin da immer auf Facebook unterwegs. Ich gucke immer auf Facebook. Kommt da immer um 16 Uhr ein Post von EA, keine Ahnung, EA Deutschland, EA Sports 415 Ultimate Team Deutschland oder die englische Seite oder egal welche Seite, die posten das eigentlich immer so ungefähr gleichzeitig. Da müsst ihr rauf gucken auf diese Seite, so ja, zwischen, ich würde immer so um 10 vor 4 an den Rechner gehen. Und dann ja, bekommt ihr das auch am schnellsten mit. Und ja, das hat nämlich damit zu tun, weil wenn zum Beispiel einer, ich habe das jetzt mit Tevez gemacht. Tevez ist jetzt im Moment, jetzt muss ich kurz rausgehen, aber es macht nicht so viel. Tevez ist im Moment, ja, der Inform ist eigentlich egal, nämlich der normale kostet im Moment so 61.500 Münzen. Mittwoch kostete der, ich glaube, man kann das jetzt glaube ich nicht mehr sehen, weil ich mir ein neues Team gebaut habe, ja, sieht man hier auch, kostete der 62.500 Münzen, habe ich ihn gekauft. Als halt der Post kam, habe ich halt gesehen, Tevez Inform kommt raus, habe ich schnell eingegeben, der günstigste sofort drauf, habe ich gekauft. Also ihr müsst halt den günstigen sofort drauf jetzt einsuchen, suchen und dann, keine Ahnung, wir können ja mal hier suchen, keine Ahnung, was der günstigste ist. Wann kommt der? Ja, hier seht ihr das ja schon. 70, ja, also dann sagen wir jetzt einfach mal 70.000 Münzen. Und ich habe ihn am Mittwoch für 62.500 Münzen gekauft. Also halt um 16 Uhr, als das Team der Woche in Facebook, als der Post kam. Und ja, dann müsst ihr ihn halt schnell kaufen. Das dauert ungefähr 30 Sekunden. Da sind fast alle Tevez für so 60.000 bis 65.000 oder 70.000 Münzen weg. Da müsst ihr also echt schnell sein, also müsst gucken auf Facebook, da müsst ihr schnell hier in die Web-App gehen oder halt an der PlayStation, Xbox oder am PC. Und dann müsst ihr den günstigsten Sofortkaufpreis gucken und den schnell kaufen. Das ist zum Beispiel von 16 Uhr bis 16 Uhr 1 zum Beispiel, da steigt er rasant und in dieser Zeit, in dem ihr ihn kauft, also ihr müsst das ganz schnell machen, müsst ihr ihn also auch schon wieder anbieten. Also das ist ganz kompliziert. Wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich ganz einfach. Also ich kaufte ihn für 62.500 Münzen wie ich. Und dann habe ich ihn gleich danach, als ich ihn gekauft habe, habe ich ihn für 69.500 Münzen wieder reingestellt. Und dann wurde er auch innerhalb von 30 Sekunden weggekauft. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also ich kaufte ihn jetzt nochmal ganz langsam zur Erklärung. Der Post kommt auf Facebook um 16 Uhr. Müsst ihr halt gucken auf Facebook. Oder auf Twitter, ist egal, wo ihr immer seid. Dann kommt der Post, müsst ihr schnell gucken, wer ist Team der Woche und welcher Spieler ist auch. Sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob das mit Silberspielern oder mit Bronzespielern geht, ich denke mal nicht. Ihr guckt halt Goldspieler, die auch normalerweise die normale Karte, so wie Tevez jetzt 60.000 Münzen wert ist. Guckt ihr halt nach. Der günstigste Sofortkauf, schnell suchen, 62.500 Münzen, Sofortkauf, also schnell kaufen. Und dann gleich wieder schnell anbieten. Ihr könnt das auch für 66.000 hätte ich es auch machen können, aber ich hatte Glück, dass dann auch gerade so für 69.500 Münzen wegging. Also ungefähr 7.000 Münzen. Jetzt mal 5% Minus da, aber keine Ahnung, wie viel das sind. Keine Lust auszurechnen. Und ja, das war es eigentlich auch schon vom Trading Tip. Ist, ja, hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, aber ihr guckt jetzt einfach auf Facebook. Da kommt jetzt Tevez als Team der Woche. Gebt ihr hier Tevez ein, dann Sofortkaufpreis schnell eingeben, Sofortkauf, dann halt den kaufen und dann schnell wieder anbieten für, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Münzen wieder mehr. In der zweiten Woche, als Rakitic in Form war mit Ronaldo und so, habe ich das mit Rakitic gemacht.
Oder war das mit Ronaldas Team, der auf der Wii? Ich glaube schon. Habe ich das mit Rakitic gemacht? Den habe ich für 14.000 Münzen gekauft. Und der ist unglaublich bis zu 40.000 Münzen gestiegen. Also ihr könnt sogar 30.000 Münzen nur innerhalb von 20 bis 30 Sekunden machen. Bei Tevez war es jetzt nicht so, weil er halt schon viel kostet, denke ich mal. Aber ja, das ist eigentlich echt schon krass. Mit Rakitic habe ich ungefähr leider nur 15k gemacht, anstatt 30k, bin zu spät wieder raufgestellt, weil ich das halt zum ersten Mal gemacht habe. Aber den Trading-Tipp kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr müsst halt richtig, richtig schnell sein und halt Mittwoch um 15 Uhr 50 bis 16 Uhr 10 ungefähr zu Hause sein. Oder an der Web-App sein oder an der Konsole und am PC. Müsst halt echt schnell sein. Also ich muss euch schon sagen, wenn der Trading-Tipp nicht klappt, dann wart ihr zu langsam. Ihr müsst echt flott unterwegs sein, sage ich jetzt mal so. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich beantworte die Fragen schnell. Und dann würde ich mich natürlich für diesen Trading-Tipp über einen Daumen nach oben freuen. Ich wollte ihn eigentlich nicht vorstellen, weil ja, 4.15 ist schon 2, 3 Wochen, keine Ahnung, wie lange schon draußen. Und dann dachte ich mir, ja, so viele Trade nicht mal. Aber ich habe ihn jetzt mal rausgehauen, weil ich ja noch immer nicht so viele Münzen habe. Ich habe auch noch nicht so viele. Aber das geht eigentlich klar. Und dann, ja, vergesst den Daumen nach oben nicht. Würde mich echt drüber freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, dann haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. I'm so in love with you.